so schön. Hey, wir sind in der Kirche, die es liebt, begeistert zu sein. Und begeistert fürs Leben zu sein, ist so eins unserer tiefen Styles oder Werte, so hat man früher gesagt. Wenn sie sagen Styles, ist einfach, wie wir die Sachen machen. Vielleicht fragst du dich, warum ist hier so eine gute Laune drin? Ja, es ist wegen dem Vitamin D3, dass draußen die Sonne scheint. Absolut. Aber es ist auch, weil wir wissen, dass Jesus hier ist, dass wir Jesus erleben können. Und wir sind in der Kirche, wir gehen dafür. Und deshalb ist es so cool, dass du dabei bist. Und es ist egal, ob du das erste Mal dabei bist oder das 38. Mal. Du bist hier und du bist mittendrin und du bist dabei. Herzlich willkommen. Das ist so mitgehangen, mitgefangen. So gut. Ich freue mich auch, dass ich da bin, da sein kann. Ihr merkt es auch an der Stimme, heute Morgen bin ich aufgewacht und ich hatte so gut wie gar keine Stimme. Hab dann verschiedene, ich gebe es zu, meine Frau hat mir einen Tee gemacht und so mit Eukalyptusbonbons drin. Dick. Und es hat ein bisschen geholfen, meine Stimme, man hört sie. Ich merke aber trotzdem, dass sie wenig schwach ist. Und es ist eigentlich eine sehr gute Einstellung, weil ich heute gar nicht so wichtig bin. Weil das, was ich zu erzählen habe, gar nicht so wichtig ist. Viel wichtiger ist, was will Jesus dir heute Morgen sagen. Und deshalb kann meine Stimme ruhig angeschwächt sein. Weil im Notfall brauche ich sie gar nicht. Hey, da haut einen raus, du. Hey, wir sind ja in der Serie. Hashtag Jesus 2019, wo wir uns angucken wollen, so die Ich-Bin-Worte von Jesus, weil wir glauben, das, was Jesus über sich selber sagt, widerspiegelt den Charakter Gottes. Wir kommen auch später noch intensiver dazu. Und deshalb ist es so spannend, was da passiert. Was Jesus über sich selber sagt, ich bin. Und dann gehen wir heute weiter und ich bin mega gespannt drauf. Ostern ist eh so die Pre-Eastern, also die Wochen vor Ostern, haben eh auch so was Kraftvolles. Es ist so ein bisschen wie die Adventszeit an Weihnachten, wo man sich drauf vorbereitet, oder das auf Heiligabend, wo man sich besinnliche Zeit und so sagt man ja auch. Und Ostern ist meistens so, ja, und dann kommt auch noch Ostern irgendwann. Aber Ostern hat ja auch voll die Kraft, oder? Die Botschaft von Ostern hat brutal die Kraft. Vielleicht ist das wichtigste Fest überhaupt. Und wir sind jetzt noch einige Wochen vor Ostern. Und lasst uns mal heute Morgen mal schauen, ob nicht Gott heute Morgen was machen möchte, wenn wir in sein Wort schauen. Seid ihr ready? Yeah. Ich auch. wir schauen uns heute an, was Jesus sagte im Johannesevangelium, im Johannes 14. Ich lese es euch mal vor. Und wir haben es auch hinten, genau. Habt keine Angst, ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Ihr wisst ja, wohin ich gehe und wie ihr dorthin kommen könnt. Nein, Herr, das wissen wir nicht, sagte Thomas. Wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Wie können wir da den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wow, was für eine epische Stelle in der Bibel, wo Jesus so viel uns offenbart über das, was er ist, über das, wer er ist. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und was da drin steckt, da könnten wir wahrscheinlich die nächsten 5 Jahre drüber predigen und wir hätten vielleicht einen Ansatz drüber, was er damit meint. Was ich heute gebe, ist ein kleiner Appetizer, einen kleinen Ausblick, um den Horizont von uns allen so ein Stückchen zu erweitern. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er sagt am Anfang, hey, hab keine Angst, weil er sagte seinen Jüngern, hey, ich gehe jetzt, es sind nur noch ein paar Stunden, bis er gekreuzigt wird, bis er stirbt. Und er will seinen Jüngern jetzt Mut machen und sagt, hey, hab keine Angst. Ich gehe voraus und ich tue euch einen Platz.
vorbereiten im Haus meines Vaters. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Es ist für jeden Platz. Und ich weiß nicht, was du für einen Gedanken hast, wenn du an Zuhause denkst. An deine Bude denkst. Ich hab mir hier ein Bild über meine Wohnung. Also wir haben ja 4 Kinder. Und der eine spielt ein bisschen Klavier. Der andere ist Möbeldesigner, ist gerade 10 geworden. Der andere studiert InDesign mit 7. Nein, natürlich nicht. Aber so haben wir doch alle unsere Vorstellung. Wo könnte es mir denn gefallen? Wo wäre denn mein Zuhause? Neulich was gelesen, Zuhause ist da, wo sich mein WLAN verbindet. Auch interessant, gerade bei Jungen, oder? Zuhause ist da, oh, endlich WLAN. Ja, das ist meine Hometown. Oder Zuhause ist da, wo ich den Bauch nicht einziehen muss. Sagst du, du kommst nach Hause und erstmal ausatmen. Also haben wir verschiedene Perspektiven. Ich glaube, bei jedem Mensch ist es aber ein inneres, tiefes Bedürfnis, zu Hause zu sein. Zu Hause zu sein. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich als Kind, als ich noch ein Kind war, war ich sehr, ich würde sagen, emotional. Sehr, ich merke es auch bei Predigen, Leidenschaft und so und Emotionen und so. Was als Kind aber manchmal störend ist, weil du bei jeder Kleinigkeit mega angepisst bist und mega, okay, wisst ihr was, liebe Eltern? Ich bin raus, ich pack meine Sachen und ich gehe. Ich weiß nicht, wem es so ähnlich ging bei mir. Ich bin so 5-mal am Tag oder so abgehauen. Gibt natürlich dann schon eine Summe am Ende des Jahres. Nein, aber ich kann mich noch an ein paar Situationen erinnern, wo ich meinen Eltern so richtig eins auswischen wollte. Und ich habe 5 Geschwister. Und ich dachte, es fällt auf jeden Fall auf, wenn ich nicht da bin. Ich dachte, ey, wisst ihr was? Ich hau jetzt einfach ab. Ich gehe, ihr seht mich nie wieder. Und wenn ich weg bin, dann werdet ihr ja schon sehen, was ihr davon habt. So denkt man ja als Kind, so weißt du, dass die Eltern sich mega die Sorgen machen, wo ist er und so. Und immer so am Weg so irgendwo gesessen, so vor dem Spielplatz. Ja, die werden sich wundern. Die haben bestimmt schon die Polizei gerufen. Hey, dann kommst du nach Hause, weil du willst ja auch nicht zu krass sein, oder? Du willst ja nicht Obdachloser sein. So für das ganze Leben kommt dann so einem vor und dann sagt man so, obdachlos ist doch nicht so meins. Dann sagt man, okay, dann gehe ich, es reicht doch, 2 Stunden, die machen sich sicher Sorgen. Und dann gehst du nach Hause und denkst, du bist so wie beim verlorenen Sohn, oder? Der Vater rennt entgegen. Und hey, so gut, du brauchst dich gar nicht entschuldigen. Und hier hast du meinen Mantel. Und hey, holt den Ring und holt die Sandalen, alles wie das so ist. Und lass uns eine fette Party feiern. So, aber die Realität ist, du kommst oft nach Hause. Alles still. Und die Mutter schreit aus der Küche, Essen ist fertig. Und du kommst rein und sagst, wie, Essen ist fertig? Ich war gerade 2 Stunden weg, hab dir keine Sorgen gemacht. Ich war ein relativ emotionales Kind. Aber dann zieht es doch wieder irgendwie nach Hause, oder? Es zieht doch irgendwie nach Hause. Und ich wundere mich, wie viele Erwachsene gerne flüchten würden, gerne abhauen würden aus ihrem Alltag, gerne sagen würden, wisst ihr was, Job, wisst ihr was, Beziehung, ich bin einfach weg. Warum ist es so? Weil tief in dir drin, tief verwurzelt in deinem Herzen ist diese Sehnsucht, nach Hause zu kommen. Nach Hause zu kommen, dieses wirkliche Zuhause, wo es kein Leid gibt, wo es keine Not gibt, wo du sagst, ich habe hier Sicherheit, ich habe hier Geborgenheit, hier werde ich angenommen, wie ich bin. Keine Masken, no, no. Ich muss mich nicht verstellen. Tief in dir drin, es ist völlig egal, ob du an Jesus glaubst oder nicht, tief in dir drin hat jeder diese Sehnsucht nach einem Zuhause. Nach einem Zuhause, wo du sein kannst, wie du bist. Wisst ihr, bei uns Normalos, sage ich mal, bei uns 0815 Menschen, ohne euch uns angreifen zu wollen, ist es ja schon so, oder? Dass man sagt, ist die Arbeitsstelle wirklich die richtige? Ist mein Leben wirklich das, was ich, wozu ich berufen bin? Und wisst ihr, ich glaube, bei Menschen, die so ganz viel erreicht haben, so ganz brutal berühmte Musiker, nehmen wir mal einen ganz brutal berühmten Musiker,
Einer, der alles erreicht hat, den kennt jeder. Jeder hat von dem gehört. Jeder folgt ihm auf Instagram. Er hat Follower ohne Ende. Und da könnte man denken, oh, der fühlt sich bestimmt voll in Ordnung. Ich glaube, dieser Mensch hat bestimmt nicht solche Gedanken nach zu Hause. Ja, warum denn auch? Der hat doch alles. Der kann sich ja 10 zu Hause bauen. Mit den Wünschen, wie er sich ein Zuhause vorstellt. Gar kein Problem. Aber gerade bei so Menschen, wenn du eine Sache hast, sagen wir, du hast ein bisschen Geld. Du hast ein bisschen Geld und du sagst, ich habe jetzt ein bisschen Geld und es fühlt sich irgendwie gut an, oder? Und du willst mehr davon. Du sagst, wenn ich jetzt mehr davon bekomme, ich glaube, dann kann ich erfüllt leben. Ich glaube, dann kann ich glücklich sein. Du fängst an, so als Teenie mit Beziehung und so, Jungs und Mädels, ihr kennt das. Du sagst, oh, das ist, fühlt sich irgendwie nice an, wenn man so jemanden hat, der in einen verliebt ist, fühlt sich irgendwie cool an. Und weißt du, was dann passiert? Du willst mehr davon. Du sagst, fühlt sich gut an. Oh, ich will mehr davon. Und wir nehmen an, dass das, was du eh schon hast, wenn du es schaffst, das groß zu machen, wenn du es schaffst, davon mehr zu bekommen, da ist das Ziel des Lebens. Du hast ein bisschen Geld, du brauchst einfach mehr. Deine Frau gibt dir ein bisschen Liebe, du brauchst einfach mehr. Aber warum nicht eine zweite? Warum nicht eine andere? Vielleicht war es nicht die richtige. Wie kommen wir drauf, dass wir in einer Sache Erfüllung kriegen, die wir eh schon haben? Wenn du eh schon Geld hast und es erfüllt dich nicht, dann ist es völlig egal, ob du viel Geld hast oder wenig Geld hast, es erfüllt nicht. Es ist nicht dein Zuhause, es ist nicht das, was dich erfüllt. Wir alle haben eine Sehnsucht, oder? Nach einer Heimat, wo du ankommen kannst. Und bei mir ist es eh so, wisst ihr, ich bin ja 50% Deutsch, 50% Italienisch. Und hier in Deutschland bin ich immer der Italiener. Und in Italien bin ich immer der Deutsche. Ich bin sowieso so hin und her gerissen. Ich weiß gar nicht, was Heimat ist. Mittlerweile bin ich dankbar, weil ich habe ja 4 Kinder und eine Frau und die sind deutsch. Deshalb kann ich sagen, Deutschland ist meine Heimat. Aber früher war das richtig krass. Früher war das ja, wo gehöre ich denn hin? WM, Deutschland gegen Italien. Ja, für wen bist du da? Das ist der übelste Struggle. Amen. Wo ist deine Heimat? Wo gehörst du hin? Wo gehörst du hin? Und C.S. Lewis hat einen Satz gesagt, lese ich euch kurz vor. Wenn ich in mir innere Bedürfnisse entdecke, und sie durch nichts in dieser Welt befriedigt werden können, ist folglich die einzig logische Erklärung, dass ich für eine andere Welt bestimmt bin. Wisst ihr, Jesus sagt, ich gehe voraus und ich werde Wohnungen für euch vorbereiten. In dem Haus meines Vaters, da ist für viele Platz. Und wisst ihr, ich glaube, dass da so ein tiefer Schlüssel für Erfüllung drinsteckt, dass wir erkennen, alles, was hier ist, all das Geld, all die Macht, all die Beziehungen, all den Fame, all die Follower, sind absolut temporär nur auf dieser Erde und werden dich als geistliches Wesen nicht erfüllen. Sie werden dich nicht erfüllen, weil du auf dieser Erde nicht zu Hause bist. Und du kannst es dir schön einrichten, du kannst es dir geschmackvoll einrichten und du kannst dich da temporär wohlfühlen. Du kannst da deinen Kopf abends auf dein Kissen legen und einschlafen, ohne Problem. Aber tief in dir drin, darf ich dir heute Morgen sagen, es ist nicht deine letztliche Heimat. Es ist nicht dein absolut letztlicher Ort hier auf Erden. Unsere Heimat zu Hause bei Gott. Wie hört sich das für dich an, wenn ich dir das sage? Unsere Heimat ist zu Hause bei Gott. Und wenn du ein Churchy bist, wenn du ein Christ bist, dann hört sich das absolut gut an für dich, weil du weißt ja, von was ich rede. Ne? Du weißt ja, von was ich rede. Du sagst ja, Gott, ja, das ist ja der, den wir anbeten. Das ist ja der die Welt geschaffen hat und so. Und es hört sich für dich cool an. So bei Menschen, die das aber nicht kennen, sagst du, zu Hause bei Gott. Und da fragst du dich ja, wie ist denn Gott? Wenn das alles stimmt, was du sagst, Alessio, wenn unsere Heimat bei Gott ist, wenn er wirklich für uns einen realen Ort geschaffen hat,
dann frage ich mich, wie ist denn Gott? Wie ist denn Gott? Und vielmehr, wie komme ich dahin? Es hört sich mega spannend an, aber Alessio, wie komme ich dahin? Und war es nicht auch die Frage, wie die Thomas gestellt hat, oder? Jesus sagte, hey, und ich gehe da und macht euch keine Sorgen und so. Und ihr wisst ja, wie ihr dahin kommt. Und Thomas sagte, ja, wie? Wie sollen wir es wissen? Du redest dauernd in Gleichnissen. Und wenn wir eine Frage stellen, stellst du 3 zurück. Hey, wie sollen wir da wissen, wo du hingehst, Jesus? Wisst ihr, und Thomas, er hat ja so den Spitznamen Thomas der Zweifler, oder? Weil er 2-3 Mal in der Bibel irgendwie was nicht geglaubt hat, oder? Kriegt er gleich so einen Spitznamen. Ich wundere mich, wenn wir durchs Leben gehen und du machst 2-3 Fehler, ob die Leute dir gleich einen Spitznamen geben. Ha. Oh, da ist der. Oh, der hat da Probleme mit den Beziehungen. Oh, der hat eine Mal nicht geklappt. Das ist der, der sein Leben völlig verkackt hat. Wir kriegen auch sehr schnell so Spitznamen. Aber ich bin sehr dankbar für Thomas. Ich bin sehr dankbar für Thomas. Weißt du warum? Thomas repräsentiert dich und mich. Wie oft schleicht die Bibel auf und sagt, komm ich nicht mit. Ich schlage die Evangelien wieder auf, da ist einigermaßen okay. Thomas repräsentiert dich und mich, weil er zweifelt. Und wie oft zweifeln wir? Und ich bin, der zweite Grund, warum ich dankbar bin, hätte Thomas nicht gefragt, hätte Jesus vielleicht nie erklärt. Da sagt, der Weg, der steht direkt vor dir, Thomas. Du kennst den Weg nicht, der steht direkt vor dir. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Hätte Thomas nie gefragt, ist so, wer nicht fragt, bleibt dumm, oder? Hätte Thomas nie gefragt, hätten wir vielleicht nie diese Offenbarung über Jesus. Und er fängt an mit, ich bin der Weg. Ich bin der Weg. Jesus sagt, ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und niemand ist so, niemand. Niemand, das steckt drin, dieses Nie und personifiziert jemand. Also es kommt niemals irgendjemand zu Gott, außer durch Jesus. Warum? Er ist der Weg. Ich bin der Weg, sagt er. Jesus ist der Weg. Und warum macht er das Ganze? Er löst es nachher auf, dass du da bist, wo Jesus ist, in der Gegenwart. Und zwar auf ewig. Deshalb macht Jesus diese ganz klare Aussage, ich bin der Weg. In Vers 1 ist sogar noch ein Gebot drin, wo Jesus sagt, habt keine Angst. Das ist ein deutlicher Befehl, oder? Habt keine Angst. Und wie ich euch gerade erklärt habe, Jesus ist nur noch ein paar Stunden davor zu sterben. Und immer noch ist er derjenige, der seine Jünger ermutigt. Habt keine Angst. Weißt du, wenn Jesus einen Befehl gibt, ist es immer geknüpft mit einer Verheißung. Habt keine Angst, denn ich bin nur kurz weg. Ich bereite nämlich eine Wohnung für euch vor. Und wenn die fertig ist, wenn alles soweit ist, dann komme ich euch holen. Es ist eine Verheißung, es ist ein Versprechen. Jesus spricht über ein himmlisches Zuhause, ein realer Ort. Manchmal glauben wir so, Himmel wird dann oft so irgendwie fiktiv, oder? So irgendwo in den Wolken. Wolke 7, da sind wir dann nah alle, oder? Nein, Jesus sagt, der Himmel, das ist ein realer Ort. Da kannst du sein. Da bist du nachher. Als Jesus nachfolgen, mit Jesus im Herzen, wenn du diesen Weg erkennst und die Wahrheit und das Leben erkennst. Der Himmel ist ein realer Ort. In der griechischen Übersetzung ist ganz spannend, wo Jesus sagt, Wohnungen, wie Wohnungen übersetzt wird. Nämlich, man kann es wortwörtlich als Wohngebäude übersetzen, als Domizil oder auch als Residenz. Und Jesus war ja auf Erden ein, was war er als beruflich gesehen mal? Ein Zimmermann. Was macht ein Zimmermann? Häuslebauer. Und wisst ihr, wenn ein guter Zimmermann hier auf Erden war, was wird er für ein krasses Gebäude errichten im Himmel? Neulich im Buckingham Palace gesehen, oder? Wo die,
wo die Adligen hausen. Weiß ich, irgendwie so 38 Bäder oder so da drin, wo ich so sagte, okay. Aber das ist, warum sagt Jesus, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Viele Wohnungen. Weil dieser Ort, dieser Himmel, dieser reale Ort, das ist ein Ort für Königskinder. Das ist ein Ort für blaues Blut. Für Kinder des Königs. Für Kinder des Königs. Für welche, die diesen Gott erkannt haben und haben gesagt, Gott, alles klar, hey, ich möchte dein Kind werden. Und Gott ist König. Jesus ist der Weg zum Vater. Und wisst ihr, ich weiß nicht, ob ihr euch mal verfahren habt oder sowas. Ich bin so auf der Straße im Auto mega schlecht, wenn ich irgendwo hin will. Also es geht eigentlich nirgends ohne Navi hin. Und es geht eigentlich problematisch nur, wenn die Frau noch daneben sitzt. Weil sie oft... Oh, come on. weil sie oft den besseren Weg kennt als das Navi. So, und dann ab und zu, ich bin ja ein guter Ehemann oder versuche es zu sein, dann glaube ich ihr und fahre doch nach links und nicht nach rechts. Aber das Coole ist, das Navi ist gar nicht böse. Das Navi sagt nicht, oh Mann! Hat extra gesagt links. Was macht das Navi? Neue Route. Neue Route, oder? Und genau das ist Jesus. Jesus, du gehst auf diesen Weg, das nennen wir Leben. Und ab und zu struggles du. Und ab und zu sagst du, boah, ey, da wollte ich gar nicht hin. Und Jesus ist nicht böse, weil Jesus schafft einen neuen Weg. Neue Route. Come on, Bro, hier nach links und dann bist du wieder auf dem Weg. Jesus ist unser Navi. Jesus, der Weg. Was würde ich tun ohne Navi? Jesus ist der Weg zum Vater. Eigentlich ist es richtiger, Jesus ist der Weg zurück zum Vater. Zurück da, wo du herkommst. Zurück da, wo du hingehörst. Zurück zu deinem Papa. Zurück zu Gott. Zurück dahin, wo du willst und du weißt es vielleicht noch gar nicht. Zurück dahin, wo jeder Mensch hin möchte, in deine Heimat und vielleicht weißt du es nicht. Vielleicht weißt du es nicht, aber tief in dir, tief in jedem Menschen ist dieses Verlangen nach Heimat. Eigentlich dieses Verlangen nach Gott, nach etwas Höherem. Wie viele Menschen höre ich sagen, ist das alles? Ist das alles, was das Leben zu bieten hat? Und es spielt Geld überhaupt keine Rolle. Ist das alles? Und es ist eigentlich ein Hilfeschrei. Es ist eigentlich, wo ist der Weg? Zurück in meine Heimat. Das ist eigentlich, was wir sagen. Und Jesus sagt nicht, ich zeige euch den richtigen Weg. Oder ich kenne den richtigen Weg, weil das nämlich Religion wäre. Wenn Jesus sagen würde, ich kenne den richtigen Weg. Oder ich weiß, wo der richtige Weg ist. Vertraut nur mir, ich zeige euch, führe euch dahin. Dann wäre das Religion. Jesus sagt, ich bin der Weg. Ist so wichtig, dass wir das verstehen. Ich bin der Weg. Und es ist völlig anders als jede Religion hier auf der Erde. Die sagen immer, wir kennen den Weg. Du musst uns nur glauben, wir führen dich da schon hin. Gib uns einfach all dein Geld. Wir kennen den Weg, wir sind erleuchtet. Jesus sagt auch nicht, ich war der Weg oder ich werde der Weg sein. Habt nur Geduld. Jesus sagt, ich bin der Weg. Und ich bin bedeutet jederzeit. Das ist Gegenwart, das bedeutet jederzeit. Ich bin immer der Weg. Ich war es schon immer und ich werde immer der Weg sein. Ich bin der Weg. Der Weg ist Jesus auch heute Morgen. Auch heute Morgen ist Jesus der Weg. Hey, come on, hey. Aber das Problem ist, ich will euch das mal kurz aufmalen. Ich weiß nicht, ob David unser Pastor im Livestream ist, aber ich streng mich an, um es besser zu machen als er. Okay, ist nicht ganz symmetrisch.
Warum muss es eigentlich einen Weg geben? Warum muss es denn einen Weg geben? Und du siehst ja, auf der einen Seite ist Gott. Da ist Heiligkeit, da ist deine Heimat, da kriegst du Erfüllung, da kriegst du alles, was du brauchst. Auf der anderen Seite bist du mit all deinen Sehnsüchten, mit all deinen Problemen. Das Problem ist jetzt, dass hier eine Kluft dazwischen ist. Hier ist dein Egoismus drin. Hier ist deine Rebellion drin. Hier ist alles drin, was dich trennt von Gott. Und jetzt kommst du auf die Welt, bist als Baby, bist du geboren übrigens. Und da gibt es diese Kluft schon. Und auch da ist diese Kluft, wo du sagst, du kannst aus dir selbst heraus nicht hier rüber. Es geht nicht, da ist eine Kluft. Und die ist so groß, die ist so gewaltig groß. Deshalb, ich möchte euch mal kurz hineinnehmen, wie die Piraten das sehen. Haben wir hier mal eine Schatzkarte? Ich habe hier mal eine Schatzkarte. Und auf jeder Schatzkarte markiert ein Kreuz den Ort des Schatzes. Ein Kreuz markiert den Ort, wo der Schatz begraben ist. Und Jesus sagt, ich bin der Weg. Das Kreuz, an dem Jesus starb. In diesem Moment hat Jesus diesen Weg geschaffen. Diesen Weg, auf dem wir laufen dürfen und so rüber in unsere Heimat kommen. Jesus bahnt einen Weg da, wo eigentlich kein Weg ist. Ein Kreuz markiert den Ort, an dem sich der Schatz befindet. Den Satz finde ich so cool. Und du musst dich nicht mehr anstrengen, einen eigenen Weg zu finden. Du musst nicht irgendwie einen größeren Urlaub buchen. Und einen besseren Job finden oder irgendwas, du musst einfach diesen Weg, diesen Jesus finden. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Aber welche Wahrheit? Wenn du so in der Weltgeschichte rumläufst und dein Alltag oder jeder behauptet, die Wahrheit, vegan leben ist die Wahrheit. Fleisch ist ungesund, ist die Wahrheit. Und wir Menschen oder E-Autos, neulich gehört, wer heute noch einen Diesel kauft. Und wir Menschen fangen an, wirklich zu glauben, wir werden immer klüger. Wir werden immer weiser, wir haben viel mehr. Wir schlucken. Morgens beim Frühstück nehmen wir die Wahrheit im Löffel und dann essen wir die. Wir werden immer klüger und immer weiser. Was eigentlich stimmt, wir entfernen uns immer weiter von der Wahrheit. Schritt für Schritt. Weil Jesus sagt, er ist die Wahrheit. Welche Wahrheit? Die Wahrheit über Gott. Jesus ist die Wahrheit über Gott. Er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und je nachdem, wie du dein Leben lebst, ist oftmals gekoppelt, wie du Gott siehst. Nehmen wir an, du siehst Gott, weil die Menschen haben oftmals nicht ein Problem mit Glauben. Oder? Kann ich glauben. Oftmals ist die Perspektive die falsche. Wenn du zum Beispiel Gott als Tyrann siehst, als Polizist siehst, der gerne einen Strafzettel verteilt, dann kommst du in die Kirche und du setzt dich ganz oft ganz hinten hin. Da, wo dich keiner sieht. Nicht, dass du vorne irgendwie noch einen Strafzettel kriegst von diesem Gott. Oder in Gottes Gegenwart wirst du immer so auf Zehenspitzen laufen. Hoffentlich sieht er mich nicht. Nicht, dass ich wieder was falsch gemacht habe, hey. Und er gibt mir einen Strafzettel oder einen Blitz vom Himmel oder keine Ahnung. Wenn du Gott als Polizisten, als strengen Polizisten siehst, wirst du immer so leben. Dass du auch irgendwie Angst hast vor ihm. Wenn du Gott als Homeboy siehst, als Freund, als yes, easy, Jesus, ja, den kenne ich. War gestern mit ihm eine Shisha rauchen. Das ist mein Homeboy. Gibt es auch so T-Shirts? Früher gab es die Jesus is my Homeboy. Wenn du Jesus nur als deinen Freund siehst, nur als deinen Homeboy siehst, wirst du deine Sünde niemals ernst nehmen. Wirst du diese Kluft niemals ernst nehmen? Weil ist doch alles gut. Hörst doch diesen Jesus, er ist immer gut für dich. Er ist immer gut drauf. Wenn du Jesus nur als deinen Homeboy siehst, als dein Best Friend, dann wirst du deine Sünde niemals ernst nehmen. Wenn du Jesus als den einen siehst, der irgendwo im Himmel steht und die Zeiten ab und zu dreht,
aber irgendwie ein entferntes Wesen ist, wo sich eigentlich nicht groß kümmert um das, was hier passiert, dann wirst du niemals in die Intimität kommen mit ihm. Du wirst niemals zu ihm sagen können, Papa, heute brauche ich dich so richtig, ich schreibe einen Test, heute brauche ich dich so richtig, weil ich irgendwie keine Ahnung, was für ein Problem habe. Wenn du Jesus als jemand siehst, der sich nicht an deinem Leben beteiligt, der du völlig egal bist, der nur ab und zu hier ein bisschen rumdreht und da ein bisschen rumdreht, wirst du niemals in diese Intimität kommen mit Gott. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, schau Jesus an. Hey, von mir aus studiere die Evangelien durch und durch. Schau das an, was Jesus sagt. Und ich habe hier so eine coole Bibel. Das ist die Jesus-Bibel. Das ist alles, was Jesus sagt, in roter Schrift. Das ist cool. Weil anhand von dem, wie Jesus ist, siehst du, wie Gott ist. Und es gibt Geschichten in der Bibel. Wir haben letzte Woche von dieser Ehebrecherin gehört, oder? Die, während sie die Ehe gebrochen hat, erwischt wurde. Also im Bett, ja? Nackt. Die wurde erwischt, rausgezerrt und haben alle mit dem Finger auf sie gezeigt. Und dann kam Jesus. Ich mach's ganz kurz, weil wir haben letzte Woche schon drüber geredet. Und ich sag, ich verurteile dich nicht. Oder eine Frau, ich glaube in Lukas 7 oder so ist es, wo auf die Beerdigung, sie ist auf dem Weg und ihr Sohn sollte beerdigt werden. Und sie sagte nichts zu Jesus, sie sprach kein Gebet, sie tanzte nicht, sie hüpfte nicht, sie jammerte nicht. Und Jesus geht zu dieser Frau und sagt, weine nicht. Hört sich das für dich an wie ein Gott, der irgendwo entfernt ist? Hört sich das für dich an wie ein Gott, dem du völlig egal bist? Und du kannst welche Stelle auch immer nehmen in der Bibel, in den Evangelien, wie Jesus handelt. Jesus ist jemand, dem bist du nicht egal. Deshalb ist Jesus der Weg, dass du bei ihm sein kannst. Deshalb ist Jesus die Wahrheit. Weil du siehst an Jesus, wie Gott ist. Und die Bibel sagt, niemand hat Gott gesehen. Ist gar nicht schlimm, weil wir haben ja Jesus. Jesus ist die Wahrheit über Gott. In Kolosser 1, Vers 15 bis 20 gibt es auch noch, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Jesus ist barmherzig, oder? Jesus ist gnädig. So ist Gott. Und wenn ich Menschen höre, die sagen, oh, und der Gottes Zorn wird dich treffen. Wenn du nicht bereit bist, keine Ahnung hier, dann wird Gottes Zorn dich treffen. Es ist nicht so, wie ich die Bibel lese. Jesus sagte, ich bin das Leben. Und das ist schon eine steile Aussage, oder? Ich bin das Leben. Es wäre so ungefähr wie, Samstag ist eine Party. Gehst du hin? Bro, ich bin die Party. Oder Sonntag haben wir Celebration. Sollen wir hingehen? Alter, ich bin die Celebration. Das ist schon eine steile Aussage, oder? Schon ein bisschen provokant, wenn ihr sagt, ich bin das Leben. Und es ist für mich einer der größten Beweise der Bibel, dass Jesus Gott ist. Er sagt, hey, Leute, ich bin das Leben. Und die Bibel sagt, alles ist für ihn und alles ist durch ihn erschaffen. Deshalb sagt Jesus, ich bin das Leben. Welches Leben? Im Griechischen ist diese Stelle, dieses Leben mit Zoe übersetzt. Und Zoe ist nicht endlich, nicht weltlich begrenzt. Es ist dieses ewige Leben, das hier stattfindet. Und ewig ist auch ganz spannend. Ewig bedeutet nicht unbedingt zeitlich. Ewig bedeutet ewig viel von allem, nach dem du dich sehnst. Du willst ein bisschen Freude, ein bisschen mehr? Gott hat ewig viel Freude für dich. Du willst Liebe, so ein bisschen? Hast du das Gefühl, du brauchst ein bisschen Liebe? Ey, ich habe eine gute Nachricht für dich. Gott hat ewig viel Liebe für dich. Du willst ein bisschen Zeit mit Gott? Gott hat ewig viel Zeit für dich. Und diese Zeit, diese ewige Zeit, die kann heute Morgen für dich beginnen. Die ist nicht irgendwann, wenn du auf deinem Sterbebett liegst. Es wäre traurig, wenn sie da erst beginnt. Weil du hast noch eine lange, lange Zeit. Eine lange, lange Reise, bis es soweit ist. Und wisst ihr,
Lasst uns ganz kurz theologisch auf dem richtigen Punkt sein, warum Jesus sagt, ich bin das Leben. Oftmals glauben wir, dass Jesus kam, um uns ein bisschen besser zu machen, oder? Wir tun ein bisschen Religion hier und da an manchen Bereichen unseres Lebens und wir werden ein bisschen besser. Wir lieben unsere Frauen ein bisschen mehr, wir haben ein bisschen mehr Beziehungen, gute Beziehungen, uns geht es ein bisschen besser. Aber Jesus kam nicht, um dich ein bisschen besser zu machen. Jesus kam, um dich vom Tod zum Leben zu bringen. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und Tod bedeutet Tod. Der Harry hat letzte Woche gesagt, Dunkelheit ist die Abwesenheit von Licht. Ich möchte noch eine Schippe draufsetzen. Tod ist die Abwesenheit von Leben. Und ich weiß nicht, ob du schon mal bei einer Beerdigung warst oder auf dem Friedhof und du standst da und sagst, boah, also dieser Horst, der ist ein bisschen toter als der Friedrich hier vorne. Oder du sagst, oh, der eine, also der könnte hier wirklich rulen auf dem Friedhof. Da hinten, der ist erst seit kurzem tot. Ich glaube, das ist der Chief, das ist der Chef, das ist der Boss hier. Der leitet bestimmt. Und er hat so einen guten Charakter. Schau mal, wie er da ruhig liegt. Hey, Tod bedeutet Tod. Tod bedeutet, da lebt nichts, da geht nichts, da ging vielleicht mal was. Aber Tod ist Tod. Und das warst du und das war ich. Auf dieser Seite. Geistlich tot. Geistlich tot. Daher diese Sehnsucht. Und daher lieben wir auch diese Zombie-Serien. Oder? Wo sie einfach nur rumlaufen. Und auf der Suche sind nach irgendwann, laufen einfach nur rum. Und wir Menschen, wir lieben das, weil eigentlich sind wir das. Eigentlich laufen wir durch die Weltgeschichte rum und suchen nach etwas. Aber wir wissen nicht genau was. Und wir wissen nicht genau wen. Das ist das Problem. Das Problem ist, dass die Sünde dich nicht unbedingt schlecht macht. Das Problem ist, die Sünde macht dich tot. Deshalb musste Jesus kommen. Deshalb musste Jesus kommen und er musste diesen Weg machen. Er musste diesen Weg bahnen. Neue Route für dich. Und wenn du morgens struggles, dann gibt es eine neue Route für dich. Und wenn du übermorgen struggles, dann gibt es eine neue Route für dich. Warum? Weil Jesus ist die Wahrheit. Weil Jesus Gnade ist. Weil Jesus Barmherzigkeit ist. Wenn du jetzt ein Pirat wärst, würdest du jubeln. Weil er kreuzt den Ort markiert, an dem der Schatz vergraben ist. Und wie blöd wäre es, wenn ein Pirat den Schatz findet, endlich den ausgrabt und sagt, yes, da ist der Schatz. Lasst ihn uns wieder vergraben. Und ich erlebe voll oft Christen so, dass sie sagen, ja, Jesus ist der Weg. Ist völlig klar. Und die Wahrheit und das Leben ist mir auch völlig klar. Und es ist super cool hier alles. Aber sie gehen diesen Weg nicht. Sie sagen, es ist mega cool hier in der Church. Und da geht richtig was. Hey, aber weißt du, am Ende des Abends, am Ende des Tages, da geht es um dich und dann geht es um Gott. Und du musst entscheiden. Du musst entscheiden, gehst du diesen Weg, glaubst du dieser Wahrheit und lebst du dieses Leben. Weißt du, wenn du oftmals, seht ihr uns hier vorne in der ersten Reihe oder in den ersten zwei, drei Reihen und seht uns am Abgehen, oder? Seht uns springen und wir sind freudig und so, oder? Aber es gibt einen Grund dafür. Das heißt nicht, dass wir wie so Pinguine alle sind immer happy clappy und oh, wir freuen uns so und oh. Das bedeutet das überhaupt nicht. Was es eigentlich bedeutet, wir kennen den Weg. Wir kennen den Weg und wir schauen auf die Wahrheit und wir leben das Leben, come on, hey. Und wir leben es jetzt schon. Spurgeon hat mal gesagt, ein bisschen Glauben bringt dich von hier zu hier. Ein bisschen Glauben. Viel Glaube
bringt den hier darüber. Ich kann es so ausgucken, ein bisschen Glauben bringt dich in den Himmel. Viel Glauben bringt den Himmel hier auf die Erde. Weißt du, und wir sind eine Church, wir kommen nicht hier sonntags her und wir sitzen uns hier hin und wir feiern die Worship Band und den Prediger und gehen dann wieder nach Hause. Wir haben die tiefe Sehnsucht, dass Villingen gepackt wird von diesem Himmel. Dass Menschen erkennen, der Himmel ist ein realer Ort. Und es gibt einen Menschen, diesen Jesus, er zeigt mir den Weg, weil er der Weg ist. Und er zeigt mir die Wahrheit, wer Gott ist. Und durch ihn habe ich Leben in Fülle. Weißt du, Jesus, einige Augenblicke, bevor er verhaftet wird, nicht lange davor, betet er zu Gott. Und während er betet, tropft Blut von seinem Gesicht. Er schwitzte Blut. Und ich dachte immer, Jesus hatte Angst zu sterben. Weil er wusste, da kommt das Kreuz, da kommen die Nägel und es tut bestimmt weh. Und so dachte er, ja klar, er hat Angst vom Tod. Wisst ihr, wir sagen ganz oft, Jesus starb für deine Sünden. Das ist schon so oft gehört und es ist nicht ganz falsch. Jesus starb am Kreuz für deine Sünden. Aber weißt du, zu dieser Zeit starben viele Menschen am Kreuz. Ich glaube nicht, dass Jesus Angst hatte vor diesen Nägeln und vor diesem Stück Kreuz. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Jesus wusste, dass er den ganzen Zorn Gottes, die ganze Wut, die eigentlich dich und mich hätte treffen sollen, in diesem Moment am Kreuz abkriegt. Der, der ohne Sünde war, er wurde zur Sünde. Diese Schlucht, dieses Kreuz, symbolisiert genau das. Jesus ist nicht nur für deine Sünde gestorben, er wurde zu deiner und meiner Sünde. Und das macht es ein bisschen krasser. Und in dem Moment, als er am Kreuz hing, sagt der Vater, warum hast du mich verlassen? Weil in diesem Moment der Vater sich abgedreht hat. Weil Jesus, sein Sohn, gell? Sein Sohn. All sein Zorn, lesen wir das Alte Testament, all sein Zorn, all sein Wut abgekriegt hat. Und Gott sagte, Jesus' Identität war in diesem Moment Sünde. Und Gott und Sünde kommt nicht überein. Passt nicht, weil Gott heilig ist. Und Jesus dreht sich ab. Und da drin steckt die Power. Und wenn wir nachher das Abendmahl feiern, bring es zu Jesus und sag, Jesus, du wurdest zur Sünde. Diesen Zorn Gottes, diese Wut Gottes, die hast du abgekriegt. Eigentlich hätte ich sie verdient gehabt. Weißt du, weil du und ich haben rebelliert. Wir wollten ihn nicht. Das waren nicht irgendwelche Menschen draußen, das warst du und warst ich. Und das war ich. Wir haben rebelliert, wir sind davongelaufen. Von unserer Heimat, von unserer Wohnung, da sind wir davongelaufen. Wir haben gesagt, nein Gott, danke. Aber eigentlich habe ich keinen Bock. Das warst du und das war ich. Ah. Also vielleicht fühlst du dich im Moment alles andere als nah bei Gott. Ich sag so, ich bin so weit weg, also dieser Weg und so, aber ich bin so weit, ich habe so viel Mist gebaut. Ich kann dir sagen, ich darf dir sagen heute Morgen, jeder Mensch, der noch auf dieser einen Seite ist, ist nur einen Schritt weit weg von Gott. Stell dir den schlimmsten Massenmörder zu, den du dir vorstellen kannst. Er ist nur einen Schritt weit weg von Jesus. Und wir heute Morgen, wenn du Jesus nicht kennst, wenn du Jesus noch nie in dein Herz eingeladen hast, du bist nur einen Schritt weit weg davon. Weil es erfordert nur ein Ja. Es erfordert nur ein Ja zu diesem Jesus. Und er kommt in dein Herz. Und er sagt, endlich!
endlich. Lass mir dir. Lass uns zusammen diesen Weg gehen. Er kommt zu dir in dein Herz und sagt, lass uns zusammen diesen Weg gehen. Ich will dir zeigen, wer Gott ist, wer dein Vater ist. Wisst ihr, das ist die Message von Ostern, oder? Das ist die Message vom Evangelium. Das ist die Message, die Menschen hören müssen, die da draußen auf der Welt leben. Die denken, das ist alles. Hey, lass uns mal gemeinsam aufstehen. Lass uns nicht wie Piraten sein, die den Schatz finden und dann sich wieder vergraben. Ihn wieder vergraben. Sich wieder vergraben.